In einer unserer letzten Sendungen haben wir ja vom Schleppertreffen in Markgrölitz berichtet. Dort wurden wir eingeladen, auch das Treckertreffen in Posnain zu besuchen und natürlich kamen wir am letzten Wochenende der Einladung gern nach. Wer sich einmal die alte Landtechnik anschauen möchte, braucht nicht lange zu suchen. Allerorts finden zurzeit diese Treffen statt. Die Treckertreffen sind zurzeit relativ dicht, jedes Wochenende. Wenn man in einschlägige Schlepperzeitungen guckt, braucht man eigentlich Hubschrauber, um alle pro Wochenende besuchen zu können, weil es ist nicht nur eins, es sind mehrere in ganz Deutschland. Aber ich sag mal, die Leute aufgrund der Pause, die wir jetzt die 2 Jahre hatten, die wollen raus. Die wollen ihre Technik zeigen und am Jahresanfang ist es immer so, sie sind noch nicht treckermüde, was zum Jahresende nachher bemerkbar wird. Aber wie gesagt, schönes Wetter, Jahresanfang, die Leute wollen alle raus, wollen ihre Fahrzeuge zeigen. Und so konnten die vielen Besucher, die den Weg nach Posnain gefunden hatten, Traktoren und andere historische Fahrzeuge fast jeden Alters bestaunen. Wir haben eigentlich ein gutes Querschnittsbild, sag ich mal, von der Motorisierung der Landwirtschaft bis Stand heute. Der neueste Trecker ist der John Deere hinter uns. Er wurde erst vom Agrarbetrieb frisch angeschafft. Und so haben wir eigentlich einen guten Querschnitt, was eigentlich durch die ganzen Baujahre so gebaut wurde. Sie sagen gerade Agrarbetrieb, also sind nicht nur alte oder Sammler dabei, sondern es sind auch Fahrzeuge dabei, die noch im Einsatz sind. Die meisten Fahrzeuge, die hier stehen, werden nicht gesammelt. Sie müssen auch noch ihre Arbeit verrichten. Und dass wir die Unterstützung vom Agrarbetrieb haben, das freut uns sehr, weil so können wir die neueste Technik zeigen. Und es gibt viele, die Sammler sind, ja, aber es gibt auch einen großen Teil davon, wo die Fahrzeuge wirklich noch arbeiten müssen. Was macht denn jetzt den Reiz an diesen alten Treckern aus? Der Reiz an der alten Technik ist das Einfache. Man kann auch verstehen, wie die Technik funktioniert. Bei der neuen Technik braucht man Laptop zum Auslesen bei der Fehlersuche und. Aber bei der alten Technik ist die Fehlersuche noch, sagen wir mal, einfach. Wie viele sind denn heute Posnainer im Einsatz, damit das hier alles heute so funktioniert? Also wir von Treckerfreunden sind über 20 Leute. Unsere Frauen, die sind schon im Vorfeld tätig gewesen mit Kuchenbacken und. Da lassen sie sich das nicht nehmen. Und jeder hat seine Aufgabe. Sieht zwar nicht immer so aus, aber es ist so. Nach 2 Jahren Zwangspause konnten die Posnainer bei strahlendem Sonnenschein hunderte Interessierte begrüßen. Nächstes Jahr könnte dann der Platz am Sportplatz noch voller werden. Denn dann organisiert die Interessengemeinschaft ihr 10. Treffen.